Oha, das war dumm. Ich habe gerade alles wieder eingepackt, weil ich R gedrückt habe. Okay, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Gold, Goldbarren, Golderz, Granatstein, Holzkohle, Leder, Lederstreifen. Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Wir waren bei L für Leder, makelloser Amethyst, Granatstein, Rubin, Richtschaltschumbarren, Richtschaltschumerz, Quecksilbererz, Saphir, die Köpfe packen wir auch weg. Silberbarren und Erze. Stahlbarren. Ich weiß, ich könnte das auch alles verarbeiten und es tut mir leid, aber das... Ich möchte da erstmal ein bisschen was von sammeln. Zumal wir ja auch irgendwie immer nur dieselben Sachen machen können und das finde ich dann ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ah, genau, ich wollte das Buch nochmal wieder nehmen. So, das Schild haben wir ja jetzt auch. Waffen. Gut, gucken wir mal, was wir noch eben entzaubern können. Dazu packen wir jetzt erstmal... Nein, ich drücke jetzt nicht R. Bücher. Und das packen wir da noch mit rein. Und es werden langsam mehr. Vielleicht kriegen wir es ja auch irgendwann gefüllt. Ich fände es irgendwie lustig. So, und hier oben kann man ja schnell hinreisen. Dann ist man direkt vor der Drachenfeste. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Und dann können wir ja auch noch eben entzaubern. Und dann, ja, packen wir dann das, was wir nicht entzaubern können, noch eben in die Truhe. Weil wir kriegen ja hier nichts mehr verkauft. So, Arcana Verzauberer. Entzaubern, Stab der Blitze. Haben wir den hier irgendwo? Natürlich nicht. Warum können wir den Stab der Blitze jetzt nicht entzaubern? Das verstehe ich nicht. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nein. Das ist ja ätzend. Ich wollte auch den Stab entzaubern, aber wenn man den nicht entzaubert bekommt, dann müssen wir eben gucken, dass wir ihn verkaufen können. Nicht wundern, dass ich auch so kleine Strecken reise, aber es geht einfach definitiv schneller, eben von hier zu unserem Haus zu laufen, als jetzt oben von der Drachenfeste. Plus Ladezeit natürlich. So, packen wir das eben auch noch oben in die Truhe. Das ist ja hier so unsere Sammeltruhe. Und zwar Waffen, Stab der Blitze und tschüss. Bekleidung war jetzt nichts mehr, ne? Nein, okay. Ja, und zum Let's Read kann ich auch noch was sagen. Da habe ich momentan leider keine Zeit für, deswegen gibt es auch keine. Und das war ja auch nur so ein bisschen nebensächlich gedacht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich habe da ja schon 4 Bücher hochgeladen und da werden auch bald wieder neue Bücher kommen. Aber ich muss halt auch sehen, dass ich dafür die Zeit habe, weil das nimmt schon ordentlich Zeit in Anspruch. Man soll es nicht meinen. Also, wenn ich so ein Buch nehme, wo ich 10 Minuten drin lese, dann brauche ich circa 2 Stunden für die Verarbeitung. Da ist das Rendern und Hochladen noch nicht mit drin. So. Gucken wir uns mal gerade die Schatzkarte nochmal an. Ich hoffe, dass der, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich kann es ja wieder nachtragen. Ich glaube, Bob Zelso war es, glaube ich. Oder City Robo. Ich weiß nicht, einer von euch beiden auf jeden Fall. Aber das sieht mir nicht danach aus, wenn ich ehrlich bin. Guck nochmal drauf. Beziehungsweise wir packen sie mal eben. Kann man das auch in die... Nee.
Ich wüsste nicht. Also da müsste da ja eigentlich eine... Ich habe jetzt hier gerade keine Maus, sonst könnte ich das gerade zeigen. Da müsste ja eigentlich eine Brücke sein, die wir hier links sehen. Also... diese Brücke hier. Die müsste ja auch drauf zu erkennen sein. Wer geht denn da oben schon wieder? Die hatten wir doch alle ausgeschaltet. Moment mal. Das müssen wir uns genauer angucken. Jetzt gehört ihr mir. Ich rieche Schwäche. Tja, da kommt schon der Nächste, mein Freund. Tja, was hier die Banditen machen, weiß ich nicht, aber sie geben Geld. Und das reicht mir. Aber das ist es leider nicht. Trotzdem danke für den Tipp. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Aber der ist es leider nicht. Schade, ich hatte eigentlich auch gedacht, dass es hinkommen könnte. Aber... leider, ups, ja, leider nicht. Leider nicht. Was wir natürlich machen könnten, aber wir sind, glaube ich, den ganzen Weg hier abgeritten und ich glaube, hier war sonst nichts mehr. Weil sonst hätte ich gesagt, könnten wir einfach mal den Weg hier nochmal ablaufen und gucken, ob wir einen anderen Turm finden. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Wie es mit Fallschaden ins Wasser aussieht. Ah, gut. Ach, man muss sogar gegen die Strömung schwimmen. Man wird sogar abgetrieben von der Strömung. Finde ich super, sowas einzubauen. Echt klasse. Ist mir gar nicht so aufgefallen bis jetzt, aber dafür nochmal ein super Lob, muss ich sagen. Es ist eine Kleinigkeit, aber auch auf Kleinigkeiten muss man achten. Ja, gucken wir mal hier, ob wir noch... Wartet mal, da ist noch ein Turm. Könnte das hinkommen? Ein Herausforderer ist es. Kein ernstzunehmender Gegner. Sehe ich genauso. Was haben wir denn hier noch? Aua, wo zwickt mich denn da die andere Krabbe? Was haben wir denn da? Ja, ich mach dann einfach mal wieder so eine kleine Erkundungstour. Denn da oben ist irgendwas, was wir nicht erkundet hatten. Obwohl wir ja hier durchgeritten sind. Und ihr kennt mich ja. Ich nehme gerne mal sowas mit. Zumal ich ja bis jetzt immer die Erfahrung gemacht hatte, wenn man dann mal so Höhlen gefunden hat, da haben wir ja auch schon manchmal einfach, ja, neue Tooms gefunden. Wow! So, jetzt habe ich nämlich zum Glück das hier auf Q gelegt. Hat er uns? Boah, ich dachte schon, wir wären jetzt kaputt, aber wir haben dem gerade das Maul gespalten. Dabei wollte ich hier nur in Ruhe schürfen. Aber wir haben jetzt so einen kleinen Schützling neben uns, dann geht das. Euer Ende ist gekommen, Sterblicher. Ein Herausforderer. Seht ihr? So einfach ist das.
in der Nähe. Ja, wo haben wir denn hier den Herausforderer? Ich rieche Schwäche. Wahrscheinlich wollte er dem Hirsch hinterherjagen. Auf jeden Fall ist da oben eine Bärentatze abgebildet und da würde ich gerne mal wissen, was das ist, weil eine Bärentatze hatten wir bis jetzt noch nicht. Und ihr kennt mich, ich bin gerne mal so ein wenig auf Reisen. Packen wir uns den direkt mal mit. Und da oben, da bewegt sich was. Es scheint ein Lager zu sein. Oh, da ist ein Glühwürmchen. Oder ein Fackelwürmchen. Sind das Freunde, wenn er die nicht angreift? Tatsache! Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Himmelsrand eilen. Lager der Sturmmäntel. Na, seht da mal. Und ich dachte schon, wären hier Feinde. Ich wollte sie schon alle abschießen. Ich sehne mich danach, mit meinen Brüdern da draußen gegen das Kaiserreich zu kämpfen. Ja, dann kämpf doch. Jonskar Schädelspalter. Passt mit diesen Flammen auf!